So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, das ist der Ramses und das ist der Dicke. Jetzt müsste der Adi hier hochspringen und durch die Gegend fliegen, aber ja, man kann ja nicht alles im Leben haben. Als die Bierschanger da war zu Besuch, hat ihm wir was mitgebracht und zwar diese Dose Kimchi. Yangban Kimchi, Korean Made. Das sind also Maden drin aus Korea. Die Kimchi müsste so fermentierter Chinakohl sein, irgendwas. Ich hoffe, das Wort fermentieren benutze ich jetzt nicht einfach so. Achso, hier, genau. Chinakohl, Zubereitung, pikant, gewürzt, fermentiert. Also wisst ihr genau, was es ist. Ich habe aber keine Ahnung, was man damit macht. Kimchi, Chinakohl. Wo würdet ihr das dazu essen? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann ist mir eingefallen, wir essen ja gern Samyang-Nudeln. Und bei Samyang gibt es auch extra eine Sorte Samyang Buldak Kimchi, wo ihr also ein Tütchen habt mit Kimchi, mit Chinakohl, die ihr dann oben drauf macht. Das gibt es extra auch als Geschmacksrichtung bei den Samyang-Nudeln. Das ist ja aber irgendwie wässrig und matschig und anders. Und das andere war irgendwie gefriergetrocknet, alles hin und her. Deswegen habe ich mir gedacht, wir werden uns jetzt einfach eine Packung Samyang Buldak Cheese machen und eine Packung Samyang Too Spicy und werden auf diese Samyang-Packungen oben auf die Portion diese ganze Dose Kimchi draufknallen. Dann haben wir theoretisch Samyang Buldak Kimchi, aber eben selber gemacht aus Too Spicy und Käse. Mal gucken, wie das schmeckt. Wir machen das gleich mal auf, wir gucken da gleich mal rein, beziehungsweise machen wir das dann auf, wenn wir... Wir braten erstmal die Nudeln und hier jetzt nochmal fürs Thumbnail, ne? Fürs Thumbnail, das Kimchi muss in den Vordergrund. Fürs Thumbnail, das muss so reichen. Wir sehen uns gleich, wenn die Samyang-Nudeln fertig sind und wir das Kimchi drauf knallen. Adi, Schatz, alles Gute. So, die Nudeln sind jetzt fertig, die stehen jetzt hier. Das sind also zwei Portionen und jetzt wird es kriminell. Wir haben nämlich einmal hier die Soße von den Cheese-Nudeln. Hier steht auch extra drauf. Cheese, das machen wir jetzt mal auf. Und dann könnt ihr gleich mal vergleichen, ob ihr irgendeinen Unterschied merkt. Das sind also die, das ist die Cheese-Nudelsoße. Das müsste eigentlich also ganz normale Samyang-Soße sein, diese scharfe, weil eigentlich ja bei den Cheese-Nudeln der große Unterschied ist, dass da ein Päckchen Cheese dabei ist. Das ist die normale Samyang-Soße, denke ich mal. Und der andere Beutel, das müsste jetzt die Too Spicy Soße sein. Die müsste also doppelt so scharf sein. Die machen wir mal in die andere Ecke, um zu gucken, wie ist die Konsistenz im Vergleich zum ersten Beutel? Wie ist die Farbe? Ist das das Gleiche? Kommt die Schärfe durch Chili-Flocken, wie Unge mal gesagt hat? Ich denke mal, da sind eigentlich gar keine Chili-Flocken in dem anderen Beutel, sondern das ist halt Sesam und Alge. Das macht also keine Schärfe. Die Schärfe kommt komplett wirklich einfach nur von der Soße. Wenn ich das jetzt von hier oben betrachte, kommt mir die Too Spicy Soße immer ein bisschen flüssiger vor. Trotzdem auch wie Pflaumenmus und ein ganz kleines bisschen dunkler. Jetzt, wo es beides eingedrungen ist, sieht es halt genau gleich aus. Vorher sieht es aber immer anders aus. Und hier dürften ja eigentlich nur vom Too Spicy Beutel eigentlich Algen und Sesam drin sein und sonst nichts anderes. Da sind doch keine Chili-Flocken drin, oder? Ich habe gesehen nochmal beim Unge in seinem Too Spicy-Video, hat er gemeint, boah, Chili-Flocken, deswegen ist das nochmal extra scharf, richtig brutal, aber ich sehe keine Chili-Flocken. Ich sehe Algen und Sesam, Algen und Sesam, keine Chili-Flocken. Jetzt aber noch das Tütchen Käse. Das muss ja auch noch drauf, und zwar hier hinten überall. Bla, 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 bla. Und dann nehmen wir alles mit rüber auf unseren Tisch. Oder wir können es auch hier zubereiten. Wenn wir jetzt nämlich einfach Kimchi nehmen. Und hier ist ein Nibbus dran, den du aufmachst. Kimchi einfach aufziehen, aufreißen, in die Nudeln rein. Und dann riecht das total komisch und sieht komisch aus. Aber das machen wir jetzt auch einfach oben drauf. Kimchi, Chinakohl, fermentiert, wird da hingelegt.
muss jetzt so passen. Die Schere kommt wieder weg. Wir nehmen uns dann eine Gabel, versuchen das jetzt hier mit rüber an den Tisch zu nehmen und dann irgendwie gemütlich zu essen. Wenn ihr das hier so ein bisschen verteilt, sieht das bestimmt richtig genial aus im Endeffekt. So, gehen wir mal rüber. Das ist also unser spezieller Teller, den wir uns jetzt zurecht gemacht haben mit 2 Portionen Samyang Buldak Ramen Nudeln, einmal Käse, einmal Too Spicy, dann alles drauf gemacht plus zusätzlich Kimchi. Vielleicht können wir das auch ins Thumbnail halten, dass man das so sieht, was das eigentlich sein soll. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssten also eigentlich rummachen, dass das alles schön verteilt ist. Ich möchte aber einfach mal diesen fermentierten China-Kohl so probieren. Ja, schmeckt auf jeden Fall sehr speziell. Ist wie Gummi. Ein bisschen wie Oktopus, aber wenn du drauf rumkaust. Und irgendwie auch mega scharf, wahrscheinlich weil das jetzt hier in der Soße schon gelegen hat. Ein bisschen sehr säuerlich, das beißt so richtig, also richtig so eine scharfe Essignote. Nicht scharf im Sinne von scharf, aber scharf von Essig scharf. Was halt wieder sehr, sehr eigen ist. Vielleicht sollte man trotzdem das alles mal rummachen und insgesamt probieren. So, 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 so. Dass nicht alles einfach an einer Stelle ist. Da sieht das Bild halt dann nicht mehr so gut aus. Das Gesamtbild. So, wir haben es jetzt noch mal ein bisschen rumgemacht. Jetzt habt ihr hier das alles schön drauf. Sieht gut aus. In der Mitte ist immer noch die meiste Soße, richtig Kohlraben schwarz auf dem Boden. Wir gehen jetzt einfach mal auch hier in die Mitte, nehmen uns da was raus und gucken mal, wie das jetzt schmeckt. Alles gemischt. Also in Kombination mit den Nudeln schmeckt es auf jeden Fall besser. Weil sie das schön vermischt. Nochmal dazu ergänzt. Ich glaube, es nimmt auch ein bisschen die Schärfe aus den Nudeln, wenn ihr da zusätzlich das drauf habt. Ich muss aber trotzdem sagen, ich glaube, ich würde es jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Mir schmecken die Nudeln auch so ganz genug. Beziehungsweise kaufe ich mir manchmal Weißkrautsalat oder Gurkensalat, den ich auf die Samyang-Nudeln noch mit drauf machen kann, zum Essen, um nochmal was Frisches zu haben. Muss es nicht unbedingt Kimchi sein. Passt aber trotzdem irgendwie. Wäre aber nicht mein Favorit. Ist bestimmt auch, diese kleine Dose ist bestimmt auch viel teurer als alles andere, was ihr so kauft, was deutsch ist. Essen kann man's, schmecken tut's trotzdem, ist ja auch immer noch super scharf, schmeckt wunderbar. Ich werde mal das jetzt hier reinhauen, das ist mein Mittagessen. Nase läuft, Augen drehen. Alles im Start. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Kennt ihr Samyang Kimchi? Kennt ihr Kimchi ohne Samyang? Einfach aus der Dose. Habt ihr das schon mal probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ich glaube, je mehr ich esse, desto besser schmeckt es. Weil es immer intensiver wird und sich immer besser zusammenfügt. Aber egal, bis zum nächsten Mal. Peace out for heute, euer Ramses.